الحصان سريع. Das Volk liebt euch, my Lord. Ja, die Religion und der Angstfaktor gleichen sich super aus. Ich könnte den Angstfaktor wahrscheinlich noch mehr erhöhen, wenn ich die Steuern ein bisschen, wenn ich ihm ein bisschen Geld gebe. Und wenn ich ihm dann noch Fleisch dazu kaufe, könnte ich den Angstfaktor auf Maximum setzen. Mann, hier laufen so viele Leute rum, ich kann gar nichts bauen. Wir werden überfallen. Ja. Ich kümmere mich später drum. Das Volk ängstigt sich vor euch, my Lord. Yep, das sollte es auch. Bin mal gespannt, das reicht noch nicht ansatzweise, glaube ich. Das Volk erzittert bei der leisesten Erwähnung eures Namens, Sire. Das ist wahre Macht. Das Volk erzittert bei der leisesten teuer. Erwähnung eures Namens, Sire. Aber es wird sich auszahlen, wenn die Produktion dann nochmal um 30% gesteigert ist. Dann kriegen wir wahrscheinlich auch das Problem mit der Nahrung in den Griff. Unsere Schatzkammer leert sich. So, 78 Münzen im Monat, ihr seid ist okay. Zu gütig, my Lord. Ihr müsst mehr arbeiten, kriegt aber ein bisschen Geld. Das Fleisch, das soll ich eine Zeit lang halten. Eine Nachricht vom Wolf. Eure Zeit ist um. Sprecht euer letztes Gebet. Nö, ich greife an. Wenn der mich angreift, konter ich einfach mit dem Angriff. Vielleicht schaffe ich die Baumeister loszuwerden, bevor die überhaupt was tun können. Echt, der hat... Naja, ist ja auch egal. Ich frag nicht, warum der Bogenschütze von ihm bei mir rumrennt. Ah, das ist natürlich nicht so schön, das fällt mir gerade auf. Lamen Assam. Attacke! Ach, die Feuerballiste schießt, okay. Gut, wir schießen einfach die Baumeister raus, das klingt schon sehr viel, glaube ich. Das Problem ist, dass mit dem zur Seite reiten bringt relativ wenig, wenn ihr so viele Leute habt. Weil dann trifft es einfach einen anderen. So wie ich beim Bund die Jägerrolle kennengelernt habe, die vollkommen sinnlos ist, wenn es ganz viele Leute sind, weil dann erschießen die einfach nicht. Googelt, was das ist. So. Der Angriff ist eigentlich schon mal gescheitert, kann ich so sagen. Und zwar eigentlich auch, allerdings... Ich glaube, das ist viel wert, dass wir jetzt keine Armbrustschützen mehr haben. Und vor allem, dass die Baumeister auch alle weg sind. Ich muss dann erstmal, glaube ich, ein bisschen Geld sammeln, weil wir haben keins mehr und wir sind jetzt an Geld gebunden. Von der Zufriedenheit unserer Leute. Vielleicht sollte ich ihnen erstmal ein bisschen mehr Geld geben, damit sie wieder glücklich sind und dann können wir das wieder auf ein gewisses Maß reduzieren. So, und dazu wird mal wirklich haufenweise Eisen gesammelt. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Ui, was ist denn hier passiert? Was für ein Blödmann. Jetzt fackelt er seine eigenen Leute ab. Ich weiß nicht, dass hier herankämpft der Wolf mit Pech. Irgendwie. Oh.
Das, da müsst ihr aufpassen, denn das kann ganz leicht passieren, wenn ihr mit Pech arbeitet, dass eure eigenen Gebäude in Flammen aufgehen. Toll. Ich bringe diese Tür um. Eine Nachricht vom Wolf. Und wenn ich eigenhändig die Mauern eures Schlosses niederreißen muss, ich hole dir euren Kopf. So, greifen wir mal mit unseren Schwertkämpfern an. Eine Nachricht vom Wolf. Attacke! Mann gegen Mann! Dieser Schatz kanaliert sich! Noch bevor alles der Berg. Das ist wahr! Elal Aman! Wenn es halt nicht anders geht, muss man das so klären. So, das war sein Angriff. Eine Nachricht vom Wolf. Könnte mir vielleicht der blöde Bäcker geht aber auch nicht weg. Danke. Vom Hals schaffen. Jetzt hier ein Gebäude hingebaut. Dann baue ich aber meine Käserei halt hier oben hin. Ist sie genauso gut. Das Volk huldigt euch, Sire. So. Ui, das geht aber deutlich nach oben hier. Ist auch. Können wir bleiben. Stein können wir verkaufen. 200 Eisen. Ich überlege gerade, ob ich ein Haus mehr bauen oder mich mit schneller Einheiten ausbilden kann. Vielleicht ist es gar nicht so schlechte Idee. Ich gebe nur ein bisschen Grausamkeit drauf. Für den Fall der Fälle. Nicht, dass sie weniger arbeiten. Sollte reichen. Also das Gold reicht jetzt auf jeden Fall für 100 neue Berittene. Oh. Mal sehen, bildet man noch ganz, ganz viele aus und dann schauen wir mal weiter. Jetzt haben wir übrigens schon 138 Leute. Weiß nicht, das ist sehr, sehr untypisch, dass man so viele Leute hat, glaube ich. Ich glaube, ich bilde auch mal ein paar neuen von denen aus. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Alphanus Ali. Sehr gut. Alphanus Ali. Wir haben so viel Geld, wir kriegen das fast gar nicht mehr weg. So sollte es mir auch mal gehen. Im echten Leben wäre das natürlich nicht schlecht. So viel Geld, dass man nichts damit anfangen kann. Obwohl, man kann immer was mit Geld anfangen eigentlich. Man muss es aber nicht. Nur weil man es hat, muss man es nicht ausgeben. Ich guck gleich mal, wie viel das sind. Sag mal, wenn wir unter 5000 kommen. Oh, wir sind unter 5000. Nein, doch nicht.
Sind wir direkt wieder bei 6000 gewesen. Nur das Zeug verkauft, was wir in der Zeit gesammelt haben, werden wir die ja ausgebildet haben. Mit der Produktion könnt ihr auch, wenn ihr einen Verbündeten habt, den gut mit ein paar tausend Münzen unterstützen. So, das sind schon mal 100. Also haben wir schon mal 150. Das ist jetzt wirklich eine Massenproduktion. Anders kann ich nicht beschreiben. Eine Produktion mit maximaler Effizienz. Wahrscheinlich, wenn ich das hier noch verbessere, geht es noch schneller. Ihr verwöhnt uns, mein Lord. Wahrscheinlich nicht. So, jetzt geht das Geld doch langsam zu Ende. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Sollte auf jeden Fall ein bisschen Fleisch nachkaufen. Ich kann mir wirklich gerade aktuell kann ich in dem Spiel machen, was ich will. Ich kann jede Einheit ausbilden, wie ich will. Ich glaube, der packt uns nicht mehr andersweise jetzt. Es wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis wir das ganze Geld weg haben. Was immer schrecklich ist. Ich denke mir auch immer, es ist schrecklich, das ganze Geld loszuwerden. Das schafft man einfach nicht. Es könnte das erste Mal sein, dass wir die maximale Armeegrenze erreichen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. 298, ich weiß nicht, wie hoch die sind. Ich glaube, bei 360 oder so ist Schluss. In anderen Leveln wird uns die maximale Armeegrenze auf jeden Fall noch Probleme bereiten. Und das wären vor allem die späteren Missionen. Vor allem die vorletzte, da ist es ein Problem, weil es je mehr Spieler es auf der Karte gibt, umso niedriger ist die maximale Armeegrenze. Und ihr schafft es dann nur sehr schwer, in die Offensive zu kommen, weil ihr die ganzen Einheiten tatsächlich in der Defensive braucht. Müsst aber trotzdem schaffen, einen Gegner zu besiegen, bevor einer von euren besiegt wird, weil dann wird's hässlich. Ah, dazu kommen wir noch und... Oh, wir haben das Geld fast weg. Verkaufen wir ein bisschen was von dem Getreide, ist eh wieder zu viel. Obst läuft auch ganz gut, Käse auch. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Langsam wird's doch weniger. Wir sind fast unter der 1000. Aber ich glaube, beschweren kann ich mich nicht. Schneller kann man einfach keine Einheiten ausbilden. Religion ist absolut auf dem Nullpunkt. 349 anscheinend ist es doch höher, weil es bloß zwei Spieler gibt. Wir benötigen Gold. Und ich muss auf jeden Fall nochmal kurz ein bisschen was verkaufen. Nicht, dass uns das Gold ausgeht, während wir nicht da aufpassen. Wäre genauso fatal, weil dann mögen uns die Leute wieder nicht mehr. Wir haben jetzt. Wow. 283 berittene Bogenschützen. Ich hatte noch nie so viele berittene Bogenschützen auf einen Haufen, glaube ich. Wenn wir nicht Pech haben und es kommt zu einem Feuer und wir rennen alle rein, könnte es hart werden für den Wolf, die jetzt zu bezwingen. Es ist einfach eine gigantisch große Einheitenzahl. Und die ist mit konventionellen Waffen einfach nicht bekämpfbar. Aber wir werden jetzt sehr, sehr viele an die Katapulte verlieren, beziehungsweise die Mann. Weil jetzt treffen die auf jeden Fall immer jemanden. Die Steine werden alle zu 100, fast 100% treffen. Die brauchen nicht mal zielen, die brauchen bloß irgendwo hinschießen, weil... Das sind einfach so viele jetzt. Und die Mann ist kaputt. Das ist natürlich der Nachteil der... Es fliegen einfach so extrem viele Pfeile. Eine Nachricht vom Wolf. Sollt ich euch tatsächlich unterschätzt haben? Ja, ich glaube schon. Vor allem die Produktion meiner Minen.
Lahmen. Das kann ein Klavier. Das sind einfach jetzt zu viele. Ich pack der nicht mehr. Vor allem werden seine Welle jetzt auch nach und nach leerer. Die Reihen lichten sich und dann ist eh Schluss. Ich habe noch nicht mal 100 Leute verloren. Und seine Defensive schon fast erschöpft ist. So, das heißt aber, wir müssen mit anderen Einheiten anfangen. Hussa, schon fast wieder 200 Eisen. Ihr habt nicht genügend Güter. Ich weiß schon, was ich damit anfange. Ihr wisst ja auch. 50 Streitkolbenkämpfer sollten dann für Ruhe sorgen. Ja, Herr. Dann kann ich 17 auf einen Schlag ausbilden. Ich kann gar nicht angesehen, warum eigentlich nicht. Hab ich ihn nur? Ah, okay. Ja. Er ist anvisiert. Ja, Herr. Wie Amrik. Ey, was soll der Scheiß? Haut ihn kaputt. Kann jetzt auch keine Leute mehr ausbilden. Ja, Herr. Es werden Waffen benötigt. Seine Bauern werden jetzt auch weniger. Ja, früher oder später rennen die alle hier lang. Naja, wenn ich mit den Streitkolbenkämpfern komme, wird er eh hochrennen, der König, und dann werden auch die normalen Leute da oben mit weggehauen. Schon wieder 3000 Münzen. So, haben wir jetzt endlich mal alle dabei. Was 50 Stück ihr? Reicht. Den ganzen Weg? Mal sehen, wie viele ankommen. Ja, der König macht das noch eine Zeit lang. So viel muss man euch zugestehen. Ihr kämpft besser als euer Vater. Ja, tollen Baumeister, der ist ganz nützlich. Na endlich, wir haben keine Chance. Zum Ruhm. Wir werden überfallen. Was geht? Ich bin so gut wie tot. Natürlich ist alles voller Mörderlöcher. Ernsthaft? Die sind alle tot? Ach, wird schon passen. Die sind ernsthaft jetzt alle gestorben? An den Mörderlöchern? Eigentlich beeindruckend, dass er so viele Mörderlöcher hat. Andererseits ist es eher traurig, dass wir so viel Level verloren haben. Die ist nämlich auch nicht unbedingt billig. Obwohl Geld ja eigentlich kein Problem ist, aber... Ja, Herr! Mensch, was soll das? Eine Nachricht von Rolf. Dafür werde ich mich rächen. Wackelig wie ein Kartenhaus. Ja, Herr! Es werden Rekruten benötigt. Das packen wir nicht. Ah, die Bogenschützen, die Berittenen werden alles hier knacken. Ja, Herr. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Das klingt absolut überhaupt nichts mehr, erstmal so eine Defensive. Ja. Wo ist die 30? Da. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Den ganzen Weg? Ja, eine Balliste mit einem zu bauen, ich weiß auch nicht, ob das so clever ist. Hey, es könnte sein, dass sie direkt reinrennen. Jep, tun sie. Wir müssen weg. Na endlich. Ich glaube, gegen die kommt er jetzt trotzdem nicht mehr ein. Vor allem bis die da sind, werden wahrscheinlich noch mehr fallen. Aber eigentlich muss ich sagen, er hat sich gut eingemauert. Ja, das packt er nicht mehr. Eine Nachricht vom Wolf. Nur zu, tötet mich. Ich werde nicht vor euch niederknien. Wahnsinn, oder? Das sah anfangs echt nicht gut aus und jetzt zum Schluss... So viel Eisen, die Klammern gesammelt. 2500 Eisen, das ist abnormal gut. Und wir haben vor allem so viele Leute wie zwei von denen zusammen. So, die Ebene von Atom werde ich heute nicht mehr spielen. Das war Let's Play Stronghold Crusader für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage ciao mit Wichtelein TV. Bye, Leute.